Wir sind hier im japanischen Restaurant Tombo in der Präfektur Miyazaki in Kadokawa. Das ist ein kleines Fischerstädtchen und ich möchte euch heute einige Spezialitäten von hier vorstellen, die super, super lecker sind. Und ja, ich freue mich schon drauf, die ausprobieren zu dürfen. Und das erste, das ich euch vorstellen möchte, ist Miso Narasu. Es ist eine Spezialität, die aus Thunfisch gemacht worden ist, der täglich frisch gefangen wird und dann ausgeklopft eigentlich wird, bis er halt so ein bisschen klebrig wird. Und das Ganze wird dann mit Miso und Ingwer vermischt und gekocht. Und also ja, der Sud wird dann gekocht und dann dazu vermengt. Und ja, das ist wirklich super, super lecker zu frischem Reis oder ja, verschiedenen, also es ist eine typische Beilage, eigentlich ein Fischergericht, würde ich sagen. Und dann gibt es noch die Version hier, das ist auch wieder der ausgeklopfte Thunfisch. Und das Ganze statt mit Miso wird dann halt zuerst angebraten und dann einfach leicht mit Salz und Pfeffer gewürzt, was auch super, super lecker ist. Ja, und das werden wir jetzt gleich ausprobieren.